Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der Mathematik und solche, die ihr es noch werden wollt. Heute beschäftigen wir uns wieder mit der Integralrechnung und diesmal mit einer Anwendung aus der Physik und zwar mit dem Zusammenhang zwischen Wechselstrom, Spannung und Stromstärke. Also in diesem Fall gilt, ein Wechselstrom mit der Spannung U von T ist Us mal Sinus von Omega T und der Stromstärke I von T ist Is mal Sinus von Omega T verrichtet im Zeitintervall T0 bis T1 die Arbeit W. Und zwar diese Arbeit kann man berechnen, indem man eben das Integral von T0 bis T1 berechnet von der Leistung und diese kann man berechnen, indem man das Integral von 0 bis T1 von U von T mal I von T berechnet. Als zweites ein Wechselstrom mit der Spannung U von T und I von, und der Stromstärke I von T hat über jeweils ganze Perioden die mittlere Leistung B quer und diese wird berechnet durch Us mal Is halbe. Ja, wir schauen jetzt uns hier am besten gleich ein Beispiel an. Und zwar, wenn für die Spannung U und die Stromstärke I eines Wechselstroms gilt eben U von T, also schreiben wir zuerst Beispiel, U von T ist zum Beispiel 2 mal Sinus von 5T und I von T ist 3 mal nehmen wir, weil 2 sonst kommen wir durcheinander, 3 mal Sinus von 5T. Dann können wir die Arbeit berechnen. Und zwar müssen wir ja noch wissen, von wann bis wann. In diesem Fall, wenn wir Sinus haben, nehmen wir irgendetwas mit Pi. Also wir berechnen die Arbeit, die der Wechselstrom im Intervall zum Beispiel von 0 bis 8 Pi verrichtet. Dann machen wir das folgendermaßen. Also die Arbeit W ist Integral, wie oben gesagt, U von T mal I von T dt, also Integral von 2 mal Sinus von 5t mal, und hier haben wir ja gesagt, wir nehmen 3 mal Sinus von 5t und das Ganze dt und jetzt in den Schranken von 0 bis 8pi zum Beispiel. Dann werden wir es natürlich so machen, dass wir zunächst diese Funktion vereinfachen, also schreiben Integral von 0 bis 8pi von 2 mal 3 ist 6, Sinus von 5t zum Quadrat dt. Und jetzt ist es am einfachsten, wenn wir das Ganze in den Taschenrechner eintippen, denn sonst müssten wir ja hier praktisch eine Methode anwenden, die wir aber eigentlich in der Oberstufe nicht mehr machen. Also nehmen wir hier gleich den Taschenrechner, dann ist das für uns gar kein Problem. Wir geben also hier im Keyboard unsere Schranken ein, unsere Funktion 6 mal, Achtung, Klammer, Sinus von Klammer 5t, Klammer zu, zum Quadrat dt und erhalten hier 91,68 Joule. Wieder, die Arbeit ist in Joule. Und wenn wir jetzt noch die mittlere Leistung berechnen möchten, dieses P quer, dann heißt es ja hier Us mal Is halbe, in diesem Fall ist Us 2 und Is 3 halbe, dann wäre das, wir können hier kürzen und dann wäre das 3. Also das wäre die mittlere Leistung, natürlich ist die Leistung immer in Watt. Ja, so viel zum Thema Anwendungen in der Physik, Anwendungen der Integralrechnung in der Physik und vor allem eben in diesem Fall bei Strom. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und würde mich freuen, wenn ihr euch auch mit dem nächsten mathematischen Video auseinandersetzt. Wie ihr seht, es geht zum Thema bestimmtes Integral als Näherungswert. Ciao und auf Wiedersehen, eure Mathe-Trainerin.